Ja, hallo alle miteinander. Wir machen heute weiter an diesem traurigen Tag. Falls ihr seid schon wahrscheinlich schon dabei, ein bisschen Nachrichten gucken, dass in Paris ein paar Anschläge verübt worden sind. Also sehr, sehr schlimm und traurig. Dennoch werden wir uns ein bisschen ablenken mit Fallout. Zwar jetzt nicht lange, 1, 2, 2, 2 Stunden werden wir zocken, denke ich mir mal. Und dann ja, ein bisschen chillen. Jedenfalls ich. Obwohl, das ist ja auch chillen. Jo. Wir sind ja schon. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier rüber gehen, diese Quest machen. Untersuchung für die Militärfrequenz, okay. Ja, genau, das machen wir jetzt. Heute das auch das erste Mal mit das Spiel mit dem neuen Fernseher. Ich hatte einen kleinen Fernseher, jetzt habe ich einen 55 Inch Fernseher. Vorher glaube ich 40. Ich musste die PlayStation 4 jetzt auf die Fensterbank weichen. Ging nicht. Es nimmt tatsächlich das ganze Regal ein. Der neue Fernseher. Den habe ich am Samstag. Mit allen Schnickschnack. Jetzt können wir uns natürlich ein bisschen verlaut, noch ein bisschen geiler reinpfeifen. Danke an die Sponsoren. Das Geräusch da. An Mama. Mama ist Sponsor gewesen. Ist ein Supermutant. Ja, getroffen. Ach Gott, verdammt. Oh. Scheiße, ist ein Roboter, oder? Ich bin fast tot, ey. Was machen die denn da? Heftig, die gehen ja. Boah, ist ja kein Problem, wir haben ja genug. Irgendwo habe ich. In der Fleisch. Für den glaube ich auch gut. Einen nehme ich mal davon. Oh, das ist hier zu viel. Impact. Ich habe so viel das Impact schon, das ist ja schon nicht schlecht. Aber Moment, wo sind denn die? Wir hatten noch voll viel Hunde. Oder wie das Tees, wie ist denn das? Nein, keine Maulwurfsäppchen. Da, Köterkeule. Genau die. Einer, aber da oben war doch auch einer. Geht der gerade mit der Panzerfaust auf mich? Ach du Scheiße. Da müssen wir die andere Waffe nehmen, weil die das Jagdgewehr ist. Ach, ich weiß nicht. Es ist zwar gut, aber das ist. Ja, ob wir wieder neu anfangen würden. So eine Scheiße.
Daneben das Scharfschützengewehr. Also ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Also habe ich so viel Munition hier, dass ich werde schon. Gehen wir mal hier lang. Das sind also Mutanten. So, so. Kommen wir hier runter. Ja, komm. Ach Mensch, los geht's. Wir haben so wenig Aktionspunkte. Hervorgerufen, die Aktionspunkte. Können Schaden, Nahkampf fordern. Erhöht den Punkt. Was erhöht? Aber nicht im Bewusstsein. Waffenpräzision, ja. Gesundheit und starke Sprint. Deine Aktionsverbrauch. Ja, aber. Erfahrungspunkte, ja. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionen du hast und wie du. Das heißt, ich kann die Möglichkeit tot knallen. Das kriegt man dafür Beweglichkeit mit dem Westen. Ich glaube, meine Pistolen. Schaden. Ja. Das ist ja nicht schlecht. Nicht schlecht. Action Boy. Aber ich habe ja vorher noch gesagt, wir müssen hier mehr tragen. Das ist. Das sind 1, 2, 3, 4 Level. Bis wir die beide hier komplett haben. Ach Mensch. Aber Aktionspunkte könnte ich echt. Mit den Tragen habe ich jetzt keine Probleme. Ich denke mal, ich werde das mit Punkten reinsetzen. Ist zu wenig. Ist auch zu wenig. Linker Arm, der hängt da irgendwo fest. Wir müssen halt abwarten, muss halt geduldig sein. Wenn nur ein Aktionspunkt kommt. Ey, heftig. Also ich habe gegen die keine Chance. Ich habe da keine Chance gegen die. Ich glaube, ich muss das mal festmachen. Das ist ja heftig. Das ist ja ultra heftig. Die rotzen mich weg wie. Nee, also ich mache erstmal. Ich denke mal, ich lauf. Mal Quest gucken. Also es kann nicht sein. Ich glaube, ich gehe erstmal da hinten hin. Doch ein langer Weg. Das heißt, wird auf jeden Fall auch voll viele Sachen wahrscheinlich finden noch. Das ist richtig hart. Da baue ich wahrscheinlich den, wie heißt denn der? Ach, Anzug. Ich habe den vor vergessen. Sorry, Leute. Ich habe den Anzug, den Namen des Anzugs vergessen. Am
Server mal hin. Ja, das ist da in der Gegend. Das hätte die Ballung uns einfach so weg. Verdächtig, dass da Minen sein könnten. Moment. Oh. Ach, springen ist wohl nicht so geil bei ihm. Ah, müsste wahrscheinlich eine andere Möglichkeit sein, da hochzukommen. Na, vielleicht doch nicht. Das ist ja doof. Kann ich hier wieder hoch. Wie es aussieht. Hat das geschafft. Die Frage ist natürlich, wenn ich da jetzt reingehe, ob ich den dann auch wieder rauskomme. Also mache ich mal schnell speichern. Und schauen wir mal. Immer anmachen. Jetzt sind toll. Hier finden. Hier ist nichts. Rauskommen tun wir, glaube ich. Oh. Na doch, jetzt. Das geht. Das Licht macht da eine Nachtsicht. Ja, raus. Obwohl, naja, Nachtsicht hat man ja eigentlich auch nicht so richtig. Ich jetzt auf dem Boden, ob nicht gleich mich in der Mine wegknallt, aber da sind ein paar Eier. Das ist also so Panzer. Ja, Panzer ist ein bisschen schlecht. Boah, wir brauchen eine stärkere Waffe. Der eine ist mal hin. Ich glaube, der hängt fest. Sehr gut. Aber ihr seht, das ist nicht so geil. Du meine Fresse. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Ja, das braucht er nicht mehr. Das kam aber echt plötzlich. Ich wusste, dass hier irgendwas ist. Wohl Wein und Iguana im Stil ist doch schon geil. Alter. Sind einfach so aufgetaucht. Handschellen nehmen wir mit. Was ist da unten? Cool. Ist das nicht im Vault? Ja, Sandbox. Was? Nur ein Bleistift? Das war jetzt echt überraschend. Schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Ich höre irgendwas. Ui!